Der Arbeitskreis Frauen in der Führung von Genossenschaften wurde 2015 gegründet. Für mich persönlich ist das Zusammenführen, das Netzwerken und das Verbindungen schaffen das Wichtigste. Gemeinsam das Ziel verfolgen, dass wir mehr Frauen für die Mandate in Zukunft gewinnen, vor allem dort, wo sie noch nicht sind. So wie es natürlich im Bankwesen auch gelungen ist mit diesen Vorgaben. Über Quoten lässt sich streiten, die Ergebnisse sprechen für sich. So wie es auch der Arbeitskreis in den letzten Jahren schon gemacht hat, konkret Aktionen schaffen, wo wir diesen Austausch, so wie er jetzt auch schon stattfindet, in die verschiedenen Bezirke, dass Frauen sich untereinander vernetzen, kennenlernen, damit fängt es an. Die Bedeutung des Arbeitskreises liegt vor allem darin, mehr Frauen als Mandatarinnen zu gewinnen, zu begeistern, zu ermutigen, einzubinden und vor allem die Zugangsvoraussetzungen so zu legen, dass sie auch Eintritt in die Mandate finden können.